Bist du selbstständig und möchtest mit Investitionen Steuern sparen? Oder hast du den Begriff Investitionsabzugsbetrag schon mal gehört und möchtest wissen, was das genau ist? Dann schau dir dieses Video bis ganz zum Ende an. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und wenn du selbstständig bist und Anschaffungen planst, gibt es eine Regelung, wie du Steuern sparen kannst. Und diese Regelung heißt Investitionsabzugsbetrag. Das ist so ein typisch deutsches Wort, was über drei Zeilen gleich geht. Und diese Regelung besagt, dass du heute schon Kosten in deiner Buchhaltung berücksichtigen kannst. Das heißt, heute kannst du schon Geschäftsausgaben ansetzen und weniger Steuern zahlen für Investitionen, die du erst in der Zukunft tätigst. Wenn du planst, in der Zukunft beispielsweise einen Firmenwagen anzuschaffen, kannst du sie heute schon steuerlich berücksichtigen. Mit dieser Regelung kannst du übrigens durchaus Steuern im erheblichen Umfang sparen. Also es ist wirklich ein großer Hebel, den du da ansetzen kannst. Denn der Investitionsabzugsbetrag, den kannst du bilden bis zu einer Höhe von 200.000 Euro. Das heißt, du kannst heute bis zu 200.000 Euro weniger versteuern für Investitionen, die du in der Zukunft irgendwann planst. Und das führt natürlich in diesem Jahr zumindest zu einer relativ hohen Steuerentlastung. Wichtig an dieser Stelle ist auch, dass die Investition doppelt so hoch sein muss wie dein Investitionsabzugsbetrag. Wenn du beispielsweise eine Investition planst in Höhe von 400.000 Euro, dann kannst du tatsächlich bis zu 200.000 Euro jetzt heute schon zurückstellen oder als Investitionsabzugsbetrag bilden. Wenn du weniger investierst, dann muss auch der Investitionsabzugsbetrag entsprechend niedriger sein. Du kannst übrigens auch weniger als 50% ansetzen. Das heißt, das musst du für dich planen, wie viel Ausgaben brauchst du noch, um weniger Steuern zu zahlen und ab wann ist vielleicht auch schon genug. Das heißt, wenn du 400.000 Euro Investitionen planst, dann kannst du zwar 200.000 Euro als Investitionsabzugsbetrag bilden, du kannst aber auch 100.000 oder 150.000 Euro planen. Wenn du mehrere Anschaffungen planst, beispielsweise ein Auto, eine Büroeinrichtung, einen Computer und ein Handy, dann darfst du auch mehrere Investitionsabzugsbeträge bilden. Die dürfen aber insgesamt nicht höher als 200.000 Euro sein. Bei diesem ganzen Thema ist es übrigens egal, ob du die Anschaffungen neu kaufst oder gebraucht. Wenn du einen Investitionsabzugsbetrag bilden möchtest für ein Auto, was du nächstes oder übernächstes Jahr kaufen möchtest, dann kannst du das machen und dabei ist es vollkommen egal, ob das jetzt ein Gebrauchtwagen wird oder ein Neuwagen wird. Wenn du dir jetzt denkst, wow Melchior, das klingt wirklich interessant, sag mir, wann ich das eigentlich machen darf, dann gibt es zwei Dinge, die du betrachten solltest. Einmal muss deine Investition, das heißt deine Anschaffung, bestimmten Kriterien entsprechen und du musst bestimmten Kriterien entsprechen. Es ist relativ einfach, deine Kriterien zu erfüllen. Der Staat hat da überlegt, wir möchten insbesondere kleine Unternehmen, Einzelselbstständige und ja, kleine, mittlere Unternehmen entlasten. Und deswegen darfst du maximal 200.000 Euro Gewinn im Jahr machen. Wenn dein Gewinn unter 200.000 Euro im Jahr ist, dann darfst du einen Investitionsabzugsbetrag bilden und hast quasi deine Voraussetzungen erfüllt. Dabei ist es vollkommen egal, ob du freiberuflich oder gewerblich tätig bist. Außerdem muss deine Investition natürlich ein paar Voraussetzungen erfüllen. Das erste Merkmal, das erfüllt werden muss, ist, dass du diese Investition natürlich fürs Betriebsvermögen planst. Wenn du jetzt einen Laptop kaufst, den du in erster Linie privat nutzt und nur so ab und zu mal eine Rechnung damit schreibst, dann darfst du dafür keinen Investitionsabzugsbetrag bilden. Es muss wirklich eine Anschaffung für dein Betriebsvermögen sein und die betriebliche Nutzung muss zumindest auch über 90% geplant sein. Zweitens musst du die Anschaffungen innerhalb der nächsten 3 Jahre planen. Dieses Jahr klammern wir mal aus, aber es muss nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder das Jahr danach, da muss wirklich die Anschaffung geplant sein. Und dann kannst du in diesem Jahr heute schon den Investitionsabzugsbetrag bilden. Wenn du jetzt eine größere Anschaffung planst in 4 Jahren, dann darfst du in diesem Jahr noch gar nichts damit machen, sondern musst bis nächstes Jahr warten und kannst dann in der Steuererklärung für nächstes Jahr den Investitionsabzugsbetrag auch schon bilden. Und dann muss die Anschaffung ein bestimmtes Merkmal haben. Und zwar muss es ein bewegliches Wirtschaftsgut sein. Für unbewegliche Wirtschaftsgüter darfst du den Investitionsabzugsbetrag nicht bilden. Was bedeutet das? Grundsätzlich kannst du fast alles bewegen. Kannst einen Schreibtisch bewegen, einen Laptop bewegen, ein Auto bewegen. Dafür darfst du Investitionsabzugsbeträge bilden. Wenn du allerdings ein Gebäude kaufen möchtest oder ein Apartment, was du als Büro benutzen möchtest oder Grund und Boden kaufen möchtest, dann darfst du dafür keinen Investitionsabzugsbetrag bilden. Außerdem, was auch nicht beweglich sind, sind quasi virtuelle Güter. Das heißt, wenn du deine Webseite neu machen lassen willst und dafür Investitionen planst oder eine Domain kaufen willst, dann sind das Dinge, die du auch nicht bewegen kannst. Und deswegen darfst du dafür auch keinen Investitionsabzugsbetrag bilden. Ich glaube, das Ganze wird am deutlichsten anhand eines Beispiels. Gehen wir mal davon aus, ich bin Freiberufler, selbstständiger Freiberufler, IT-Berater und ich mache einen Gewinn pro Jahr von ungefähr 100.000 Euro. Das heißt, ich
ich persönlich erfülle schon mal die Voraussetzungen, die an mich als Unternehmer, als Selbstständiger gestellt werden, um einen Investitionsabzugsbetrag zu bilden. Das heißt, ich darf das grundsätzlich machen und jetzt kann ich mir anschauen, was für Investitionen plane ich denn eigentlich so in den nächsten Jahren. Ich würde mir nächstes Jahr gerne einen Laptop kaufen und zwar habe ich mir dann ein Modell rausgesucht, das kostet 1190 Euro und es steht auch bald ein Firmenwagen an. Das ist wahrscheinlich erst übernächstes Jahr geplant und der kostet brutto 35.700 Euro. Das sind die Investitionen, die ich heute schon weiß, dass ich sie auf jeden Fall in den nächsten Jahren haben werde. In der Berechnung gehe ich jetzt einmal hin und muss erstmal den Nettopreis ausrechnen. Weil ich vorsteuerabzugsberechtigt bin, muss ich natürlich immer mit den Nettopreisen rechnen. Wenn ich Kleinunternehmer wäre oder aus anderen Gründen nicht vorsteuerabzugsberechtigt wäre, dann rechne ich mit dem Bruttopreis. Aber die meisten Selbstständigen haben ja das Recht, Vorsteuerabzug geltend zu machen und müssen deswegen mit dem Nettopreis rechnen. Das heißt, ich rede über 30.000 Euro fürs Auto und 1.000 Euro für den Laptop. Ich plane auch, beide Investitionen innerhalb der nächsten 3 Jahre zu machen. Das heißt, ich kann heute in diesem Jahr quasi schon den Investitionsabzugsbetrag für diese beiden Anschaffungen machen. Und dieser darf maximal 50% von den Investitionen betragen. Fürs Auto darf ich einen Investitionsabzugsbetrag von 50% von 30.000 Euro bilden. Das sind 15.000 Euro, die ich dieses Jahr schon berücksichtigen kann. Für den Laptop, das sind netto 1.000 Euro, darf ich auch maximal 50% berücksichtigen. Das sind 500 Euro. Insgesamt darf ich einen Investitionsabzugsbetrag bilden von 15.500 Euro. Der liegt unter 200.000 Euro, das heißt, da habe ich gar keine Limitierungen. In diesem Jahr darf ich einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 15.500 Euro steuerlich geltend machen. Schauen wir uns jetzt am Ende dieses Videos nochmal einen anderen Aspekt an. Und zwar haben wir bisher ja nur angeschaut, was wir machen müssen, wenn wir unsere Investitionen planen und quasi die Investitionsabzugsbeträge bilden. Es gibt aber natürlich auch noch die Seite, dass wir die Investition tätigen und diesen Investitionsabzugsbetrag irgendwie wegbekommen müssen aus unserer Buchhaltung. Wie passiert eigentlich das? Bleiben wir dafür bei unserem Beispiel, insbesondere bei unserem Auto. Das heißt, wir schauen uns jetzt erstmal nur unser Auto an. Wir haben jetzt in diesem Jahr einen Investitionsabzugsbetrag von 15.000 Euro gebildet und diese 15.000 Euro haben wir weniger versteuert. Jetzt machen wir mal eine Zeitreise in die Zukunft. Das heißt, in 2 Jahren stehe ich im Autohaus und kaufe mir ein Auto tatsächlich für 30.000 Euro, wichtig, netto. Normalerweise müsste ich dieses Auto jetzt abschreiben. Das heißt, ich verteile diese 30.000 Euro auf die nächsten Jahre, um sie so steuerlich geltend zu machen. Ich habe aber ja in der Buchhaltung einmal 15.000 Euro schon berücksichtigt und genau diese Position muss ich jetzt auflösen. Das heißt, ich muss den Investitionsabzugsbetrag gewinnerhöhend auflösen. So in Anführungszeichen, weil so nennt sich das. Man löst diesen Investitionsabzugsbetrag gewinnerhöhend auf. Was bedeutet das für mich? Ich habe die Nettoanschaffungskosten von 30.000 Euro. Davon ziehe ich ab den Investitionsabzugsbetrag, weil diese 15.000 Euro habe ich ja steuerlich schon mal geltend gemacht. Das heißt, ich rechne einmal 30.000 Euro Anschaffungskosten minus 15.000 Euro aufgelöster Investitionsabzugsbetrag, bleibt übrig 15.000 Euro. Und diese 15.000 Euro sind dann auch die Bemessungsgrundlage für die Abschreibung. Ich verteile nur noch die 15.000 Euro über die nächsten Jahre in Form der Abschreibung. Dadurch zahle ich in den Jahren natürlich ein kleines bisschen mehr Steuern. Und insgesamt habe ich dann die Anschaffungskosten folgendermaßen über die Jahre verteilt. Im Jahr der Investitionsabzugsbetrag Bildung 15.000 Euro und später irgendwann über die einzelnen Abschreibungen die anderen 15.000 Euro. Bleiben wir einmal in der Zukunft und haben ein anderes Szenario. Ich stelle fest, ich brauche dieses Auto gar nicht. Das heißt, ich habe einen Investitionsabzugsbetrag gebildet, stelle aber später fest, ich brauche diese Investition gar nicht und ich werde mir das Auto gar nicht kaufen. Dann geht das Finanzamt natürlich nicht hin und belässt es bei sich, weil du hast 15.000 Euro steuerlich geltend gemacht, wegen einer Investition. Und wenn du diese Investition nicht machst, dann musst du diesen Investitionsabzugsbetrag natürlich trotzdem auflösen. Gehe ich mal davon aus, ich stelle fest, oh, diese Investition wird nie stattfinden. Dann muss ich jetzt quasi diesen Investitionsabzugsbetrag auch auflösen. Das führt aber dazu, dass sich mein Gewinn erhöht. Vor 2 Jahren habe ich 15.000 Euro die Steuermindern geltend gemacht und jetzt muss ich, wo ich feststelle, dass diese Investition nie stattfinden wird, meinen Gewinn um 15.000 Euro erhöhen. Deswegen sagt man, gewinnerhöhend wird es aufgelöst und muss diese 15.000 Euro auch mehr versteuern. Deswegen solltest du bei Planung von Investitionen immer genau überlegen, ob du diese Investition tatsächlich vorhast. Denn ansonsten sparst du zwar in dem Jahr der Bildung ein paar Steuern, aber im Jahr der Auflösung musst du mehr Steuern zahlen. Das heißt, du sparst unterm Strich eigentlich gar keine Steuern, sondern verschiebst die Steuerlast einfach nur in die Zukunft.
Ich hoffe, dieses Video konnte dir weiterhelfen und du weißt jetzt besser, was der Investitionsabzugsbetrag ist. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib uns gerne einen Kommentar unter diesem Video und wir helfen dir gerne weiter. Bei uns zu kommentieren lohnt sich auch gleich doppelt. Wenn du den Hashtag Steuerfrage verwendest, hast du nämlich die Chance auf dieses schöne Überraschungspaket. Wir verlosen nämlich jeden Sonntag und unter allen Kommentatoren, die den Hashtag Steuerfrage benutzen, dieses Überraschungspaket. Ansonsten lohnt es sich deswegen, aber auch wegen den tollen Inhalten, natürlich unseren Kanal zu abonnieren. Wir veröffentlichen regelmäßig Videos über Steuern und Buchhaltungsthemen speziell für Freiberufler und Selbstständige. Und hier kannst du uns abonnieren oder schau dir einfach sofort eins unserer weiteren Videos an, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier. Um ja möglichst wenig Steuern zu sparen. Mann, zahlen heißt das. Steuern zahlen.